Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Lego Star Wars 3. Ne, Quatsch, was laber ich für ein Scheiß, Alter. Lego Star Wars, die komplette. Nein, auch nicht, sondern Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Valaday? Das ist der Kerl, der da drüben im Labor arbeitet. Ich weiß leider nicht mehr, wohin er gerät. Zwar suchen wir nach Valaday. Oder so ähnlich. Das ist jetzt unsere aktuelle Mission. Die wir noch machen jetzt. Ja, da drüben müssen wir noch mal mit jemandem reden. Valaday. Wohl eher Valaday, der Größenwahnsinnige. Da macht er. Jetzt haben wir. Steppen wir mal hin. Wie gesagt, wir haben jetzt noch zwei Missionen hier zu machen. Und eine davon machen wir jetzt. Und ich denke mal, wir werden die zweite in der Folge suchen und scheißen auf dem Weltraum und machen den Weltraum wann anders. Weil dann haben wir nämlich Camino durch, soweit. Denke ich mal. Außer man muss jetzt noch mit jedem Einzelnen sprechen, den man da sieht. Aber wenn das so sein sollte, dann gibt es auch Sachen, die man sich sparen kann. Ach, wir müssen jetzt zum Jedi-Tempel. Oh shit. Ab zum Jedi-Tempel. Diese übergreifenden Missionen sind schon brutal, muss man schon sagen. Ja, übrigens, das ist die letzte Folge in dieser Session. In der nächsten Session schauen wir mal, was wir machen. Vielleicht starten wir schon mit den ersten Leveln durch oder machen noch irgendeinen Planeten weiter. Schauen wir mal, jetzt haben wir erstmal Camino ein bisschen weiter gemacht. In der Session, das heißt die letzten zwei Folgen plus die heute, haben wir ein bisschen Camino gemacht und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau. Aber es geht auf jeden Fall weiter, ihr wisst Bescheid. Und ja, ansonsten düsen wir jetzt erstmal zum Jedi-Tempel. In der letzten Folge haben wir weiß ich gar nicht mehr, was wir da gemacht haben. Die ist schon so lang her, schon bestimmt 30 Sekunden oder so. Oder 2 Minuten 30 ist die bestimmt schon her. Was habe ich heute eigentlich geplant? Also wenn ihr das seht, ist es natürlich schon wieder fast 3 Wochen her. Aber ich erzähle euch trotzdem, was ich dieses Wochenende zum Aufnahmezeitpunkt gemacht habe. Also vor 3 Wochen. Ich habe aufgenommen, dann habe ich meine Wohnung sauber gemacht, also ja, ein bisschen mehr als sonst. So ein richtiges Putz-Action-Ding habe ich gemacht dann. Und dann war ich im Garten, weil das Wetter eventuell noch schön wird, jetzt dann auf Nachmittag. Und dann ja, und dann mal schauen. Dann werde ich mal gucken, ob ich den Sand wasche. Weil ich habe ja noch Sand, den ich waschen will. Und dann schauen wir da mal, ne? Da gibt es auch so viel zu holen. Ja, wo müssen wir denn hin? Zum Jedi-Tempel müssen wir. Planetarer Transportdienst. Wir bringen euch ein. Ab zum Jedi-Dempel. Übrigens. Ah ne, das bringt euch gar nichts, weil. Wenn ihr das seht, das war eh schon 3 Wochen her, aber. Das kam ja da einmal kein Lego, weil. Ach, ist ja wurscht, das bringt gar nichts, das jetzt zu erzählen. Weil ihr das. Weil Lego Star Wars ist ja schon sehr lange her. Die Aufnahme. So, und jetzt schauen wir mal. Da müssen wir hin, oder? Der Kollege ist es. Merkt euch, Kinder, die Anwendung der Macht hängt ganz davon ab. Und wenn ihr zu einem Machtgeist werdet. Oh, ihr habt mich erschreckt. Yodelproof? Das ist doch kein echter Name. Er ist kein echter Jedi-Meister. Es wird wohl Zeit, dass ich gehe. Ich will nicht zurück in diese Klonfabrik. Und ihr könnt mich nicht dazu zwingen. Was? Hä? Wir müssen jetzt fangen, oder was? Lasst uns eine Vereinbarung treffen. Gratis Jedi-Stunden.
wenn ihr mich gehen lasst. Einsammeln. Die quetschen den jetzt einfach in diese Kiste und schicken den nach Camino zurück, Alter. Okay, und wir gehen auch zurück nach Camino. Und dann haben wir Mission 4 von 5 abgeschlossen. Haben wir nur noch eine vor uns und dann haben wir den Boden von Camino vollständig abgefarmt. Und dann, ja, schauen wir mal. Ich hoffe mal, wir finden die letzte Mission noch relativ zügig, dass wir die noch machen können. Das wäre nämlich richtig cool. Dann hätten wir nämlich was abgeschlossen in dieser Session. Das wäre richtig, richtig geil. Ja, schauen wir mal. Ihr habt also Raladé gefunden. Oh. Kriegen wir jetzt Yrel Poof frei? Das wäre schon sehr funny. Yes, man. Wir sind nicht weit von einer Galaxie. Vielleicht hätte er sich mit dem Lab. So. So, wie gesagt, jetzt schauen wir mal, dass wir die letzte Mission noch finden. Auf ganz schnelle Art und Weise. Und dann war es das mit der Aufnahme von Lego. Wie gesagt, wir haben ja einiges jetzt dann schon geschafft wieder in der Session. Es geht jetzt auch mehr weiter mit dem ganzen Spaß hier. Ich meine, wir haben jetzt eine Folge gemacht, dann war erstmal Aussetzer eine Woche. Aber jetzt, ich habe mir jetzt so gedacht, ich mache das immer sessionweise, also sprich 3-4 Folgen am Stück. Weil ich finde, es lohnt sich nicht wegen einer oder zwei Folgen Lego Star Wars anzuschmeißen. Deswegen mache ich dann 1-2 am Stück, die werden dann auf ein paar Wochen aufgeteilt. Vielleicht auch eher nur in eine Woche, ist ja scheißegal wie, irgendwie halt aufgeteilt. Und wenn die dann alle draußen sind, dann gönnen wir uns die nächste. Da vorne ist die Mission, ich sehe sie schon. Barriss Ophi. Die Forschung an einem neuen Typ von Volamanda, diese neue Art von Klon. Also gut, ich gehe voran. Folgt. Volaramanda abwägen. Ja, let's go. Hä, was? Na, sieh mal an. Diese Tuppler haben tatsächlich eine gute Treffsicherheit. Schon war das Experiment so. Oh, wow. Die Volaramanda-Tuppler. Leck mir am Arsch. Was? Ich kann mir schon Volaramanda Jedi vorstellen. Hä, wo ist die jetzt hingesteppt? Wow, da hinten. Alle ruhig bleiben. Wir haben alles unter Kontrolle. Gar nichts ist hier unter Kontrolle. Was ist das? Alter, er hat einfach Flammenwerfer abgegrapscht. Nichts mehr. Aber wir lassen uns nicht aufhalten. Boah, was machen die?
Okay. Das war wohl der letzte. Wie ein Wusler oder Pork. Auch stellt euch nur vor, wie... Ich schon. Cool. Wir haben auf jeden Fall schon mal irgendeine Errungenschaft freigezaudert. Und Barrett Ophi auch. Und... Camino haben wir zu 75% abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt noch den Weltraum vor uns. Wir werden mal dahin gehen jetzt. Aber wir werden da wahrscheinlich noch nichts reißen jetzt. Wir haben nämlich nicht mehr ganz so viel Zeit in der Folge. Aber wir schauen schon mal vorbei, dass wir das vielleicht schaffen. Aber wir haben trotzdem viel geschafft. Okay. Der hier sieht schon mal aus, als könnte man da irgendwas machen. Wow. Das waren alle fünf. Laber nicht. Was? Das ging jetzt schneller als erwartet. Ja, hier ist noch ein Charakter, den gönnen wir uns. Warte mal, können wir Flugzeug wechseln? Wir können Charakter wechseln. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Jedi-Meister Kid Fisto. Jetzt werden wir hier, keine Ahnung, wir sagen, wir nehmen... Ja, okay. So funktioniert das. Und First Order. Was? Die Schmuggelware oder was? Nee, was müssen wir machen? Wir müssen auf jeden Fall erstmal dahin. Okay, vielleicht machen wir auch nicht erst. Nein, das will ich jetzt nicht starten. Django Yard. Nee, hä? Schmucke nach... Ach, nach... Wir müssen nach Crate. Oh, ja, lol, ey. Sag das doch, Alter. Das habe ich jetzt gar nicht gecheckt, dass wir dahin müssen. Rausschaffen, Kumpel. Vertrau mir. Hä? Was passiert jetzt?
finden wir jetzt den Crate. Müssen wir 10 von diesen Schiffen zerstören. Die hier extrem dicht am dran liegen. Schlechte Nacht. Wir werden diese Ladung nur noch deinen Händen freien. Und es gibt nichts, was du dagegen tun kannst. Es gibt genug, was ich dagegen tun kann. Und irgendwie sind die nicht so stark. Zone abgeschlossen. Ach so, wir jumpen jetzt von Ding nach Ding und dann irgendwann kommt ein Grade an. Ich verstehe. Ich verstehe, aber ich glaube, dann werden wir es nicht schaffen. Wir werden jetzt hier eine Mission fertig machen und dann war es das mit dem Teil. Wenn wir jetzt jedes Mal diese 10 Leute auseinandernehmen müssen. Das dauert halt trotzdem auch ein bisschen. Ich hasse es zu verlieren. Schlechte Nachrichten, Kumpel. Wir werden diese Ladung nun aus deinen Händen befreien und es gibt nichts, was du dagegen tun kannst. Merkt mal, ich muss mich hier keinen Meter bewegen und nehme die alle auseinander. Ja, Zone abgeschlossen, ne? Was schätzt ihr, wie viele Zonen sind es noch? Ich denke, es ist noch eine und dann ist es eine Zone noch und dann kommt man ans Ziel. Wenn es jetzt noch mehr Zonen sind, wäre schon nervig. Irgendwann ist es nämlich nervig. Ich sag mal, alle guten Dinge sind 3 und ab dann wird es trotzdem nervig. Oh ja, okay, jetzt schießen sie aber diesmal zurück, ne? Merkt man schon. Ist hier ausnahmsweise mal zurückgeschossen, ne? Der eine da noch. Oh, wow, Zone abgeschlossen. Ich hoffe, das war jetzt die letzte, sonst wird's, kann's nervig werden. Sag ich, wie es ist. Oder halt vielleicht in Dings noch eine, aber bitte nicht nochmal so zwischen. Nee, okay, jetzt sind wir da. Gott sei Dank, Alter. Gehen wir noch zusammen. Unserem Ziel. Bin mal gespannt. Achso, wir kriegen ja so ein. Gute Arbeit. Wir kriegen ja den irgendeinen Truppler von der First Order. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was für einen. Genau, den Sturmtruppler der ersten Ordnung, ganz normal. Ja. Dann spielen wir trotzdem noch zurück nach. Nach Kamino. Damit wir dann schnachert oder halt das nächste Mal noch die zweite Mission starten können. Wobei ich glaube, dass das einfach die Django-Jagd ist, oder? I don't know. Ist ja auch wurscht. Ich würde schon mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich auch sagen,
Wenn es dir gefallen hat, like, abonnieren, kommentieren, ihr wisst Bescheid und bis zum nächsten Mal. Ciao.